Mein Name ist Annelie Schwarz. Ich arbeite seit der Eröffnung 2014 im SMAC als Moderatorin. Heute möchte ich Ihnen das Modell des Lagerplatzes Markleeberg vorstellen. Es ist mir immer eine große Freude, zu beobachten, wie die jungen Besucher mit viel Interesse das Modell beobachten. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Es sieht aus wie ein verlassener Spielplatz. Es ist der Lagerplatz der Neandertaler aus der Altsteinzeit. Wir stellen es uns als karge Wiesenlandschaft mit einigen wenigen Sträuchern und Endmoränen aus der Elster- und Saale-Eiszeit vor. Die Neandertaler waren Jäger und Sammler. Zum Ausüben ihrer Tätigkeiten benötigten sie Werkzeuge. So fand man bei Ausgrabungen unzählige Schaber und Spitzen, die durch Abschlagen von Feuersteinknollen oder Felsgestein entstanden sind. Sie liefern uns den Beweis für die Anwesenheit dieser Menschen. Im Mittelpunkt des Platzes finden wir eine Feuerstelle. Das Feuer war schon immer etwas Aufregendes gewesen. Aber wie entsteht ein Feuer? Die jungen Besucher haben die vielfältigen Ideen. Die Vorschläge beginnen mit dem Abschlagen von Steinen bis zum Funkenfluch. Auch die Technik des Feuerbohrens mit einem Holzstab und einem Brett wird genannt. Und letztlich führt uns der kleine Strauch zum Ausgangspunkt des Feuers, dem Gewitter. Nun können wir uns auch gut in das Leben dieser Menschen hineinversetzen. Sie zogen mit den Tieren entsprechender Jahreszeiten zu den Futterstellen. Sie bauten Schutzhütten als Schutz vor Regen, Wind und Sonne für eine kurze Zeit. Die Feuerstellen wurden beim Verlassen des Platzes gelöscht und die Feuerglut vielleicht auch mitgenommen. Es gibt noch viel über die Menschen der damaligen Zeit zu entdecken. Ich würde mich freuen, Ihnen noch weitere Geschichten erzählen zu können.